Hallöchen, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Sekiro Shadows Die Twice. Ja, ich stehe nicht vor dem letzten Boss im Moment, nein, sondern ich stehe hier beim göttlichen Kind. Und das hat auch einen ganz gewissen Grund. Denn ich habe eigentlich nur noch mal ein bisschen die Gebiete abgegrast. Und dann ist mir eins gekommen, da habe ich gedacht so, wenn wir jetzt den letzten Boss besiegen, habe ich dann überhaupt noch eine Entscheidung oder habe ich irgendwas vergessen? Und dann habe ich halt immer nachgeguckt und ja, in der Tat gibt es etwas, was ich vergessen habe. Es gibt einiges, was ich vergessen habe und was ich aber jetzt auch nicht mehr zeigen kann, aber wir haben fast alle Zutaten, die wir bräuchten, quasi um das geheime Ende, in Anführungsstrichen, ich habe nur gelesen, dass es das geheime Ende ist, freizuschalten. Und dazu fehlen uns noch irgendwie gefrorene Tränen. Und angeblich kriegen wir die von ihr. So, jetzt war ich halt nochmal auf der Suche nach ihr. Ja, jetzt war die nicht mehr in der Halle der Illusion, jetzt hockt sie hier. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das was gibt. Ne, weil weiter habe ich jetzt gar nicht gelesen oder so, was man... Ich weiß nur, man braucht die gefrorenen Tränen, diesen Text, den wir haben, und halt die Drachentränen. Das haben wir ja alles. Also bis auf die gefrorenen Tränen. Die kriegen wir von ihr. Und ja, mal gucken, was jetzt passiert. Miko no Shinobi yo. Moshi ya. Senpō Shōnin to atte kite itadaketa no desu ka? Shinde ita. Senpō Shōnin wa Mushitsuki. なるほど。蛇垣というものを2つ喰らえば、竜印の御子を治める、ゆりかごとなれる。そうすれば、竜印を故郷にお返しすることができる。 私がそのゆりかご、私がなりましょう。お主、鹿と呼んだのだな。もちろんです。私は、オチの巫女の、ただ一人の生き残り。生中には死にませぬ。巫女の忍びよ、竜印を返す道を望まれるならば、 2つの蛇垣をお持ちください。心当たりはあるのか。おそらくは大蛇より取れる肝かと、柿のように赤く染まっていると言います。Ah, dafür also die Drachenfrüchte, die Schlangenfrüchte meine ich. Dafür haben wir das also gesammelt. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wofür haben wir denn bitteschön die Miko-no-Shinobi-yo. Schlangenkaki geben, ja. Oh, teni-ireta. Kono Akaki-sama. Tashikani. Kaki-to-wa. Yoku-mou-shita-mono-desu-ne. Makoto-ni-kurau-no-ka? Mochiron-desu. Sou-sureba waga-karada-wa. Ryu-in-yo-okaishi-suru-tame-no. Yuri-kago-to-narimashō. Tada... あなたの前でそれをするのははばかられます。時を置いて、またおいでください。Wir sollen später wiederkommen, okay? いただいた2つの蛇垣を食べ、時を置いて。わかった。Okay, dann kommen wir später zurück. Keine Ahnung. Ich denke mal, das dürfte reichen. Ey, zieh die Tür zu. Das göttliche Kind windet sich vor Schmerzen hinter der Tür. Okay, ich glaube, wir sollen noch später kommen. Mal gucken, ob das funktioniert. Anscheinend. Tür ist wieder offen. Okay, mal gucken.
Shinobi? Sokoni irasharu no desu ka? Onushi, mei ga? Yahari irashite kudasatta no desu ne. Miko no Shinobi yo. Watashi wa yurikago to nareta you desu. Te wo totte itadakemasu ka? Ah, kore wa hinyari to himuro no you de gozaimashou. Dakara hora watashi no namida mo kobore ochiru ma ni ite tsuite shimau. Kono kori namida wo osazuke shimashou. Gefrorenen Tränen. Tränen des göttlichen Kindes des ewigen Wassers, das sie vergoss, als sie zur Wiege wurde. Es sind gefrorene Tropfen. Wenn Kuro die Drachentränen und die gefrorenen Tränen trinkt, kann das Wiegenritual vollzogen werden. Kori namida ka? Moshiya. Hai. Osoraku wa tsumetai ryū no namida ga sasu no wa ryū no namida to tomo ni kono kōri namida wo nonde itadaku koto ka to. Sasureba kitto kurō sama ni yurikago ni yadotte itadaku koto ga kanau deshou. Ah, okay. Miko no shinobi yo. Ryū no namida wo te ni irerareta no desu ne. Ah. Kore ga ryū no namida o watashi shita kōri namida to tomo ni Kuro sama ni nonde itadakereba waga yurikago e yadotte itadaku koto ga kanaimashou. Im Inneren meiner Wiege ausruhen. Okay, das klingt ein bisschen falsch. Wir könnten ihr noch eine Kaki geben. Ich glaube, dann erzählt sie vielleicht noch irgendwas. Kaki da. Cool. Hai. Itadakimasu. Yahari kaki desu. Kore hodo oishii mono wa nai. Sou ka. Sou ka. Ryūin wo kaesu koto wo nozomareru naraba, ryū no namida to tomo ni o watashi shita kōri namida wo kurō sama ni nonde itadakeba yoi deshou. Sou sureba waga yurikago e yadotte itadaku koto ga kanaimashou. Miko no shinobi yo, buji kurō sama to tomo ni modotte korareru koto negatte orimasu. Ich werd's probieren, sagen wir's mal so. Natürlich bin ich jetzt nochmal neugierig. Jetzt ist ja theoretisch wieder Zeit vergangen. Miko no shi watashi ni dekiru. Okay, gut. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich alles. Wir könnten jetzt mal noch eine Kaki geben, aber ich glaube, das hat jetzt wenig Sinn. Gut. Das heißt, jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Lass mich mal kurz gucken. Erholungsamulett? Nee, Quatsch. Einen Moment, ich gucke mal schnell nach. Also. Gebetball. Wo sind denn die ganzen Sachen? Müssen doch theoretisch hier irgendwo sein. Oh nein! Ich sehe es gerade, wir haben sogar noch einen sehr kostbaren Köder übrig. Mist. Warte mal, der Forscher Dojun im verlassenen Verlies benötigt diese Augen, um sein Verfahren zu verbessern. Forscher Dojun. Verlassenen Verlies. Da müssten wir vielleicht auch nochmal kurz vorbei. Ah ja, gefrorene Tränen. Göttliche Drachentränen. Genau, beide Sachen, die wir haben.
Okay. Ich denke mal, das dürfte es auf jeden Fall sein. Gut. Hier will ich auch nochmal was gucken. Das da nochmal ausrüsten. Nur falls wir den... Ich denke mal, den Bosskampf werden wir sowieso nochmal machen. Aber ich wähle nur schon mal ein paar Sachen aus. Da bin ich mir nicht sicher. Das bringt wahrscheinlich gar nichts, aber... Das ist natürlich auch so eine Sache. Geistembleme zurückgehen, also zurückkriegen, um die Hälfte seiner Lebensenergie zu opfern. Könnte mal funktionieren. Ich bin mir halt nicht so ganz sicher. Aber der wäre nicht schlecht, wenn wir den noch drin hätten. Ja. Den, den und den. Ich meine, was hat denn der andere Geiststurz eigentlich noch gemacht? Was war denn das eigentlich nochmal? Reduziert für eine Zeit Schaden. Eine Haltung. Ja, und das macht unsichtbar. Und was war das? Ah ja, genau, das war ja das. Um extrem mehr Schaden zu machen, aber ne. Lassen wir mal das drin. Den auf jeden Fall. Und ansonsten, naja, Heilung halt. Okay. Vielleicht nochmal ins verlassene Verlies rüberschauen. Einfach nur mal, um zu gucken, ob es da noch irgendwas gibt. Waren das? Das war doch hier, da. Aber wir haben schon mal mit dem gesprochen, ne? Auch wo wir die roten Augen hatten. Oder? Also ich war mir ziemlich sicher, dass wir schon mal mit dem gesprochen haben, seit wir die roten Augen hatten. Aber wieso konnte ich dem... Also wir haben noch, ich habe noch einen besonderen Köder halt übrig. Aber den konnte ich dem großen Koi doch gar nicht geben. Oder? Ich bin gerade überlegen, ob ich da irgendwie was verkackt hatte oder nicht. Aber ich weiß es jetzt nicht mehr. Jetzt gucken wir auf jeden Fall erstmal nach, ob ich... Lass uns verließ, ja. Hier war ja... Hier waren ja nur die Käfer. Kusch. Hier waren einfach nur die Käfer. Hier war nichts. Es müsste ja... Er müsste ja eigentlich Dojin sein. Shinobi no okata. Shisai wa... Yokei na koto wa... Tagai ni shi. Okay, also... Das funktioniert nicht. Ich bin mir halt nicht sicher. Keine Ahnung. Ich habe doch auch sonst niemanden übersehen, oder? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sonst niemanden übersehen habe. Es gab hier sonst... Nee, sonst gab es hier eigentlich niemanden. Hilfe, Erfahrungspunkte, ey. Das ist echt absolut nichts. Ja, gut. Ach, stimmt ja genau, hier war ja alles abgesperrt. Hab ich schon wieder vergessen. Nun gut. Ich denke mal, wir sollten eigentlich jetzt alles soweit haben. Ich glaube, viel mehr kann ich jetzt eh nicht mehr erreichen. Ich könnte jetzt noch ein bisschen rumlaufen, ein bisschen versuchen zu leveln oder so. Aber ich glaube nicht, dass ich da noch irgendwo was hinbekomme. Was natürlich geil wäre, wenn ich halt das da noch irgendwie hingekriegt hätte. Das da wäre bestimmt gut gewesen. Schatteneinschlag. Weiterentwicklung. Schattensturm, Geheimtechnik des Ashinamushin-Geländestils. Ja.
so ransliden an den Gegner, dann abspringen und dann diese Wirbel, den Wirbel machen, der ja sogar die Deckung durchbricht und Schaden verursacht. Aber naja. Ich würde mal schwer behaupten, ich habe sonst nicht viel Optionen. Aber jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dürften wir alles haben. Also gehen wir jetzt nochmal zum Endkampf, wo ich ja so unfassbar erfolgreich war. Also ich muss zugeben, der Endkampf ist fordernd. Aber sobald ich erstmal irgendwie das Muster durch habe, genau weiß, was ich zu tun habe, dann wird das gehen. Hoffe ich zumindest. So, ich denke mal, die zwei Sachen haue ich mir dann vorher rein. Ich bin gerade am Überlegen, gibt es eigentlich eine Option? Ne, man hat ja nur einen Spielstand. Gibt es dann New Game Plus oder so? Falls ich dann doch mal Platin machen wollen würde oder so? Naja, ich glaube eh nicht, dass ich es jetzt auf Anhieb schaffe. Wenn nicht, müsste ich mal... Wenn nicht, müsste ich mal schnell einen Speicherstand hochladen. Einfach nur mal, um Backup zu haben, um sicher zu gehen. Vielleicht mache ich das nochmal schnell. Ich würde sagen, wir sehen uns in einer Sekunde wieder, weil das schneide ich dann raus. So, und da sind wir auch wieder zurück. Ich musste die Anwendung dafür schließen. Aber jetzt habe ich ein Backup. Und das heißt, ja, wir können uns aufmachen. Mal wieder, der nächste Versuch. 500 Millionste. Also, erstmal... So. Hoffentlich zählt es, wenn ich mich vorher buffe. Hoffe ich. Anscheinend schon. Oh, shit. Alter, das ist das mit dem scheiß Bogen. Ich wollte jetzt mal ein bisschen Druck aufbauen, aber dann mit seinem Kackbogen. Ich weiß nie, wann er... Ich weiß nie, wann er schießt und wann nicht. Sollte er nicht springen? Ich sehe nichts. Au! Ja. Toll, danke. Wann macht er seinen Bogen, wann nicht, ey? Ah. Das Einzige, was ich noch nicht rausgefunden habe, wie ich das immer triggern kann, dass er seinen Bogen macht. Alles mit dem Pressuren ist halt so eine Sache. Ich wollte es mal probieren, ob ich vielleicht einfach ein bisschen Druck aufbauen kann auf den Kerl, damit die erste Phase mal ein bisschen schneller geht, aber... Ja... Scheint jetzt nicht so zu funktionieren. Zumindest ich kann es nicht. Aber zumindest hat es funktioniert, sich vorher zu buffen. Okay, dann mache ich das mal schnell. Ja. Ja. Gut. Nächster Versuch.
俺がアシナを生かす。Sollte der nicht eigentlich springen? Was? Das war knapp. Da schon wieder. Also langsam weiß ich, wann er was macht. Hallo, könnte ich... Mann! Scheiße, die Kamera! Hat's mir gerade wieder richtig schön eine reingewirkt. Danke. Spring aber. Spring noch mal. War doch jetzt gar nicht so schlecht. Spring noch mal. Ah, shit. Der war unnötig. Den hätte ich vermeiden können.
So, Phase 1. So, bei ihm jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich das machen soll. Ich meine, ich weiß ja jetzt, was er macht. Na komm, greif an. Beinahe seine komische Ashina-Technik vergessen. Buffen. Komm schon. Immer die Reversal abkriegen. Okay. So ist gut. Ah! Oh, der eine Schnitt ist halt echt gefährlich. Ich darf nicht so viel Lebensenergie verlieren. Ich brauche das noch. Gott verdammt. Ach, der dreht sich um 360 Grad rum. Was? Habt ihr das gesehen? Um 90 Grad hat er gerade rumgestochen. Alter, Cheater! 90 Grad hat er gerade rumgestochen. Chance, ich komme nicht von dem weg. Okay, aber einen Versuch habe ich noch. Gott, ich habe nur 5 Heilflaschen. Wie soll ich das hinkriegen? Okay, einmal heilen, einmal buffen vielleicht. Ach komm! Den ich abkriege, der ist aber echt nicht ohne. So. Ja.
ってきた。行くぞ、セキロ。So, diesmal bleibe ich auf Distanz. So lange, bis er springt. Ich denke mal, wenn ich auf Distanz bleibe und immer in Bewegung bleibe, dürfte mir eigentlich nichts passieren. Hä? So viel zum Thema. Komm schon. Super. Vielleicht kann ich ihn gegen Stein locken. Zumindest einmal getroffen. Der Stein war im Weg. Ja, da gehe ich lieber auf Distanz. Naja, es dauert zwar ein bisschen, aber zumindest kriege ich wenig Schaden. Nee, ist mir zu gefährlich. Ich sehe ihn nicht mehr. Wieso hat die Kamera? Uah. Hier ist es mit einer blöden Knarre. Das ist die Kamera da, halt ich. Mach mir da einen gewissen Strich durch die Rechnung. Das war riskant. Boah, das ist so krass. Ich darf mir solche Fehler nicht erlauben. Ich habe nur noch zwei Heilflaschen. Ja, so viel dazu. Aber, ja, ich glaube, bei der dritten Phase könnte ich auf jeden Fall siegreich rausgehen, wenn ich das so mache. Der Sprung ist entscheidend. Wenn ich auf Distanz bleibe, warte, bis er springt, dann einmal angreifen. Wird zwar ein bisschen dauern, aber hey, so kriege ich ihn. Vielleicht probiere ich auch mal, weil die sterbliche Klinge macht ja schon ganz schön Schaden. Vielleicht change ich mal ein bisschen was ab. Aber okay, gut. Erste Phase und zweite Phase ging jetzt. Es wird auf jeden Fall besser. Sag ich mal so. Vielleicht mal den Schild trotzdem mal zur Sicherheit ausgerüsten lassen. Ach, das kostet Geistembleme, deswegen. Okay, dann vielleicht mal nicht so viel buffen, weil es bringt ja anscheinend... Ich meine, es bringt schon was, aber... Versuche jetzt gar nicht mehr, dem Fallen auszuweichen.
Sondern wenn ich sehe, dass er macht, ich block einfach nur noch. Das ist, glaube ich, die bessere Option. Weil so, das macht er vielleicht einmal. Kommt auf jeden Fall das. Kommen zwei Pfeile, ja. Ich denke mal, so kann ich das ein bisschen triggern. Okay. Komm schon. Ich glaube, jetzt habe ich den Dreh raus. Unbedingt will, dann spring halt gleich nochmal. So geht's natürlich auch. Gewesen sein. Ein Treffer. Ich habe einen Treffer kassiert. Das war doch schon mal gut. So, jetzt muss ich zweite Phase. Muss ich halt jetzt auch wieder irgendwie hinkriegen. Zweite Phase ist nicht so leicht. Boah. Nee, überhaupt nicht. Vor allem, weil dem seine Reichweite ist absolut unfair. Okay, aber jetzt verwende ich mal Kügelchen. Bei dem habe ich wenigstens Zeit, mal Kügelchen zu verwenden. Dass ich da immer sofort eine abkriege. Ich muss mir das mal merken, dass ich da blocken sollte. Und sobald ich merke, dass er auf mich zurusht, einfach ein Stückchen weg. So, wir sehen, was er macht. 1, 2, 3. Okay, die eine Attacke ignoriere ich vielleicht einfach. 1, 2, 3. So viel dazu. Die Dreier-Kombo ist nicht das Schlimme. Eins, zwei, drei. Dass ich da nicht direkt danach parieren kann.
Direkt danach parieren ist nicht so eine geile Idee. Okay. Komm schon, heil mich. Schneller. Auf Distanz bleiben. Einfach abwarten, was er macht. Irgendwas wird er machen. Jetzt wird er wahrscheinlich ein Dreier-Kombo machen, wenn ich Glück hab. Na, was macht er? Mach was! Hau dem seinen komischen Scheißdreck mit. Ah, scheiße. Das war mein Fehler. Das gebe ich zu. So intensiv wollte ich gar nicht mit ihm kämpfen, aber okay. Ich meine, wenn man es weiß, okay. Dass er da so komisch um die Ecke strafen kann. Nur immer noch die liebste Attacke, wenn er die macht. Komm schon, ich hab ihn gleich. Zumindest diese Phase. 1, 2, 3. Ach. Da verkacke ich es einmal in der Scheißdings. Schon, Ishin. Komm schon. Spann mich jetzt nicht so auf die Folter. Ja. Okay, zweite Phase. 2 Lebensfläschchen verloren. So, jetzt erstmal zurück. Jetzt Distanz fahren, warten, bis er springt. So viel dazu. Gut, das war schon mal richtig scheiße. Ach, das war kein Sprung. Okay, also einmal springt er nicht richtig, merke ich. Weiß nur nicht, wann das ist. Das könnte ein richtiger Sprung gewesen sein. Sehen wir, wann er wieder anfängt zu ballern. Das war, glaube ich, ein richtiger Sprung. Dieses hinter ihn kommen da in der Situation ist ultra schwierig. Ah, aber okay. Erste und zweite Phase habe ich ja zumindest schon mal relativ gut hinbekommen. Ah, Mist, ich wollte ja mal die sterbliche Klinge ausprobieren. Verdammt, das hätte ich jetzt machen können. Also das mit dem Buffen in der ersten und zweiten Phase, ja, ist irgendwie ein bisschen sinnfrei.
Zumindest kommt es mir so vor. Also klar, vielleicht bringt es ganz minimal irgendwas, aber ich bin mir da nicht so sicher. Vielleicht, wenn ich den Schild oder die sterbliche Klinge dann... Ist halt so eine Sache. Wie gesagt, ich muss halt alles mal ein bisschen ausprobieren. Das ist halt auch so eine Sache. Vielleicht nehme ich es mal mit rein, falls ich es brauche. Wenn es funktioniert, sagen wir es mal so. Okay. Also ich lasse das jetzt erstmal mit buffen. Die erste Phase wurde ich jetzt beim letzten Mal, glaube ich, einmal getroffen oder so. So, lass ihn springen. Weiß nicht, was mehr Schaden macht. Ich glaube, das macht mehr Schaden. Ach, ja klar. Alte Cheater. Konzentration. Scheiße, aus Gewohnheit mach ich schon wieder den anderen. Ja, der macht mehr Schaden. Ach, scheiße, nimm mir mal einen Stein. Echt jetzt? Dieser blöde Stein hat mir gerade voll reingewirkt. Jetzt springst du, kommst du. So. Okay. Also Phase 1 sollte ich jetzt mittlerweile im Griff haben. Phase 2 ist halt immer noch so ein Ding.
Vor allem, wenn der Controller nicht das macht, wie ich will. Ich wollte nach hinten weg und dann sprinte ich nach vorne. Super geil. Also schön. Konzentration. Okay. Eins. Nee. Eins, zwei, drei. Ach, verdammt! Was hat er denn für eine Reichweite mit seinem Kackschwert? Komm schon. Wie er halt einfach sämtliche Ecken herumstrafen kann. Das ist halt so die Phase, die mir echt noch Probleme bereitet. Ich sollte mir mal angewöhnen, einfach direkt danach immer zu parieren. Gefährlich, was ich mache. Einfach mal danach parieren. Kriegst du mal in deinen Kopf rein. Himmel. Schon geschehen. Ja, okay. Wieder fast genauso gut wie vorhin. Ja. Jetzt kommt halt wieder die Scheiße. Halt! Diesmal denke ich dran. Ich wollte das mal ausprobieren mit der sterblichen Klinge. Ich sehe ja nicht mal was. Ich kann nicht unter ihm durchtauchen. Na, das war schon nicht schlecht. Okay, das war ein normaler Schlag. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Wieder auf mich zu. Ich muss den Sprung erwarten. Okay,
okay, das läuft besser. Also wenn ich ein bisschen... Wenn ich ein bisschen warte, dann geht's. Ach, scheiße, jetzt bin ich am Baum hängen geblieben. Wollte ich nicht. Mann. Ja, und dann macht die Kamera das. Ich würde eigentlich die sterbliche Klinge verwenden. Pures Glück gerade. Pures Glück. Also nur ein Schlag, wenn es geht. Sollte ich mir die sterbliche Klinge vielleicht doch lieber mal für den Dings aufheben? Für die letzte Phase? Okay, so jetzt erstmal wieder rankommen. Okay, so jetzt aber. Das nächste Mal, wenn er springt. Er ist so schön mühselig, ernährt sich das Eichhörnchen. Also machen wir es mühselig. Alter, war das knapp. Wenn er springt, ein bisschen warten und dann drunter dodgen. Also mit Kreis nach vorne. Das funktioniert. Shit. Lieber mal ein Stück zurück, ne? Au, au, au. Ich frage mich, wieso das jetzt getroffen hat, aber okay. Zu unsicher. Aua, was? Wie trifft denn das manchmal? Ja, das war mir jetzt zu unsicher. Schon wieder ein Stein! Nein! Aber so knapp! Okay, aber jetzt, ich komme immer Stückchen für Stückchen näher ran. Ein Hoffnungsschimmer. Ein Hoffnungsschimmer. Okay. Also erste Phase, easy. Kriege ich.
Zweite Phase, mit ein bisschen Übung, Konzentration, auch okay. Dritte Phase, habe ich zumindest jetzt eine Technik. Wenn ich die ein bisschen perfektioniere, würde ich es bis zur vierten Phase schaffen, ohne Schaden zu nehmen. Oder zumindest so gut wie. Nun gut. Also, das war es jetzt aber erstmal für den Part. Und wer weiß, vielleicht schaffen wir es im nächsten Part. Dann endlich. Oder zumindest schaffe ich es. Also, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Macht's gut. Ciao.